Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Lesung oder zum zweiten Teil der Lesung aus den Memoiren des deutschen Kaisers von 1900 und weiß ich jetzt gar nicht, wann die geschrieben wurden. Wir beschäftigen uns in diesem achten Kapitel des Buches Gestalten und Ereignisse in der Zeit zwischen 1878 und 1918, der Titel des Buches. In dem achten Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis zur Kirche von dem Kaiser. Ich habe letztes Mal in der Sendung ein paar harsche Worte gesagt und die nehme ich auch nicht zurück. Da komme ich auch gar nicht drauf zurück. Ich wollte nur noch mal deutlich machen, dass wenn der deutsche Kaiser in seinen eigenen Memoiren schreibt, dass er mit der Bibel erzogen wurde, dass wir davon ausgehen müssen, dass er die Möglichkeit gehabt haben muss, um die Bibel zu vergleichen gegen den Katholizismus. Er galt bei vielen als Heretiker, also als Protestant. Das Deutsche Reich galt als protestantisch, aber es war sehr, sehr katholisch unterwandert. Und ich finde, so eine Aussage, wie der Kaiser da trifft, ist nur eine Aussage, um der Nachwelt den Eindruck zu geben, dass er es doch versucht hat. Ja? Im Endeffekt sind wir darauf ausgekommen, dass wir festgestellt haben, dass der Kaiser die ganze Zeit den Ökumenismus vorgetrieben hat, eine Vereinigung der protestantischen Kirchen vor Augen hatte, weil er genau wusste, wenn die Entschuldigung, wenn die protestantischen Kirchen alle unter einem Hut sind und wir also nur mit einer Kirche da mit umgehen müssen, dass wir dann auch viel leichter die Kompromisse eingehen können, um unter Roms Fittiche zurückzukommen. Schlussendlich war der Kaiser ja nur deutscher Kaiser, weil er in den Gnaden des Papstes war. Das muss man ja mal verstehen. Er hat ja nicht gegen das Papsttum gearbeitet. Deutschland hat den Kulturkampf ja verloren. Und er fand den Kulturkampf ja auch unsäglich, hat er gesagt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Zeit habe, die ganzen Memoiren zu lesen, aber gerade das Verhältnis zur Kirche, das achte Kapitel von ihm, finde ich im Augenblick sehr interessant. Das Buch ist ja irgendwann nach seinem Ableben erschienen, also wahrscheinlich, oder sind ja seine Memoiren, das geht ja bis 1918 in diesem Buch, also irgendwann in den 1920er Jahren geschrieben und behandelt ja im Grunde auch eine Zeit, sehr, sehr wichtig, die dieselbe Zeit ist wie die Zeit, die in Roms Ziele besprochen wird. Deswegen sind die Videos auch in der Spielliste zu finden. So, eigentlich wollte ich gar keine große Einleitung machen, jetzt habe ich es doch wieder gemacht, aber ich möchte heute in dieser Lesung zum Ende kommen, weil ich möchte gerne mit Roms Ziele weitermachen. Da habe ich nämlich erst sieben Teile gelesen und da werde ich noch einige lesen müssen, bis das durch ist. Aber ich finde diesen kleinen Ausflug sehr, sehr wichtig, weil eben, wie gesagt, letztens, also gestern hatten wir ja im ersten Teil die Stelle ausdrücklich in seinen Memoiren gefunden, wo er 1903 mit einem Treffen mit Antichrist Papst Leo dem 13. gesagt hat, dass Leo der 13. andrang, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche sein müsste. Und obwohl er Einwände dagegen vorgebracht hat, hat der Papst gesagt, ich bleibe dabei, so soll es sein. Und was die Auswirkungen davon waren, das hat ja jetzt jeder in der Geschichte Deutschlands gemerkt. Und wenn man das Schwert der römisch-katholischen Kirche ist, dann wird man nicht gerade mit Lorbeeren und Gold und Dank überschüttet, sondern dann wird man am Ende fallen gelassen wie ein heißer Stein, weil wenn Rom ja zugeben würde, dass das so wäre, dass sie die Deutschen dafür missbraucht hätten, dann würde ja die Welt vielleicht wach werden. Also muss das kaschiert werden. Also hat man Deutschland dem Untergang zugeschrieben. Da gibt es ja einige Leute, die immer sprechen von den Kalergi-Plänen und wie diese ganzen Dinge alle heißen. Es gibt ja auch noch diesen Plan von diesem Juden, ich komme jetzt gar nicht mehr auf seinen Namen, da haben sie natürlich wieder einen Juden nach vorne geschoben, der Deutschland hasst und Deutschland der absoluten Vernichtung preisgeben will. Das waren ja so diese Geheimpläne nach dem Zweiten Weltkrieg. Schlussendlich ist Deutschland doch wieder sehr groß geworden. Rom merkt eben, dass man ohne Deutschland Europa nicht führen kann. Und Deutschland hat da ja auch eine schöne Rolle in übernommen. Und ist Deutschland heute immer noch das Schwert der römisch-katholischen Kirche?
Nein, das war es im Ersten Weltkrieg, das war es im Zweiten Weltkrieg und seitdem ist das Schwert der römisch-katholischen Kirche die USA. Und viele Leute nehmen deswegen die USA als das zweite Tier aus Offenbarung 13. Dass das ein total verkehrtes Verständnis ist, werde ich in der Zukunft, in zukünftigen Lesungen noch zeigen. Da werden wir dann drauf eingehen. Dem ist nicht so. Aber, wie gesagt, lang genug Einleitung gehabt. Ich möchte wirklich gerne zurück auf das Buch kommen. Wir waren stehen geblieben auf Seite 181 und ich möchte doch noch mal kurz zurückkommen auf Seite 180 und da noch ein Stückchen noch mal lesen, weil wir hier Dinge treffen, wo ich jetzt noch etwas zugefügt habe. Nämlich in diesem Absatz hier, da steht hier, die zweite Lesung beginnen, über den Professor Dr. Hinzpeter. Ja, da wollte ich noch mal eben etwas sagen. Der Kaiser schreibt hier, dass sich die religiösen und kirchlichen Fragen mit voller Objektivität sine ira et studio, also ohne Wut und Ehrgeiz, behandeln konnte, verdanke ich meinem vortrefflichen Erzieher, Professor Dr. Hinzpeter, einem westfälischen Calvinisten. Schauen wir uns den Dr. Hinzpeter einmal an. Das ist ein Bild von ihm aus dem Wikipedia-Link, den ich auch hier, wie ihr seht, in die Beschreibung des Videos, also besser gesagt in den Text dieses Buches, das ja dann auf meinem Archiv hochgeladen wird, auch mit zugefügt habe. Den könnt ihr euch also auch anschauen. Dieses ist der Georg Ernst Hinzpeter. Ich will auch gar nicht so viel drauf eingehen. Es wird hier gesagt, dass die Mutter des Kaisers die rigiden Erziehungsmethoden von Hinzpeter als Ausgleich für die von ihr als Defizit wahrgenommene körperliche Behinderung Hinzpeters aus heutiger Sicht recht drastischen Erziehungsmethoden seine calvinistisch geprägte, spartanische, auf Selbstkasteiung zielende, lustfeindliche Erziehung könnte zu der unausgeglichenen Psyche des späteren Kaisers beigetragen haben. Ne? Sie schätzte die rigiden Erziehungsmethoden von Hinzpeter. Na, rigide Erziehungsmethoden weiß ich jetzt nicht, inwiefern dass die irgendwie mit der Bibel in Übereinstimmung zu bringen sind. Hinzpeter hat auch Philosophie und klassische Philologie studiert. Das sind auch nicht gerade Studien, wo man sagt, das ist jemand, der ein bibelgläubiger Christ ist. Ich gehe davon aus, dass der Hinzpeter auf die ein oder andere Art und Weise mindestens ein Jesuiten-Koadjutator war, weil man überlässt nur solchen Leuten die Erziehung von zukünftigen Führern, wie in diesem Fall dem Kaiser Wilhelm II. Also, dass sich die religiösen und kirchlichen Fragen mit voller Objektivität, ja, ohne Wut und Ehrgeiz, mit anderen Worten auch ohne persönliche Gefühle dahin zu behandeln konnte, ja, mit persönlicher Leidenschaft, sondern eigentlich mehr objektiv, verdanke ich meinem vortrefflichen Erzieher, Professor Dr. Hinzpeter, einem westfälischen Calvinisten. Er hat seinen Zögling mit der Bibel aufwachsen und leben lassen unter Beiseitestellung aller dogmatisch-polemischen Fragen, sodass Polemik in der Religion mir fremd geblieben ist und ein Begriff wie das selbstherrliche Orthodox mich abstößt. Nun, dieser Satz kann so nicht stimmen. Denn die römisch-katholische Kirche lebt davon, dogmatisch zu sein, und die Bibel macht keine Kompromisse. Also, wenn er hier sagt, er wurde von dem Hinzpeter unter Beiseitelassung aller dogmatisch-polemischen Fragen mit der Bibel erzogen, dann kann er nicht im Sinne der Bibel erzogen gewesen sein, mit dem Verständnis der Bibel erzogen gewesen sein, dass er die Bibel vorne anstellt, wie ein jeder Christ das tun sollte. Ja, die Bibel, das Wort Gottes, ist die höchste moralische Autorität eines jeden wiedergeborenen Christen. Ja, das kann sie hier mit ihm nicht sein. Denn er wurde von dem Hinzpeter so mit der Bibel erzogen, dass er alle dogmatisch-polemischen Fragen beiseite gelassen hat. Mit anderen Worten, er ist jedem Konflikt aus dem Weg gegangen. Ja, so dass Polemik mir fremd geblieben ist und ein Begriff wie der selbstherrliche Orthodox mich abstößt. Meinen eigenen religiösen Standpunkt habe ich seinerzeit in dem schon damals der Öffentlichkeit bekannt gewordenen, am Schluss dieses Kapitels teilweise abgedruckten Brief an meinen Freund Hollmann dargelegt. Nun, wie gesagt, den Kommentar, da gehe ich nicht mehr drauf ein, das habe ich gesagt.
Und der teilweise abgedruckte Brief an seinen Freund Hollmann ist sehr interessant und den werden wir auch zum Abschluss heute lesen. Das Herz meiner katholischen Untertanen vermochte ich zu erfreuen, als ich 1898 das von mir vom Sultan erworbene Grundstück der Dormition, Dormition, das ist so viel wie Dorm, kommt von Schlaf, aus Anlass meines Aufenthalts in Jerusalem den dortigen deutschen Katholiken zum Geschenk machte. Der würdige, treue Pater Schmidt, der Vertreter des katholischen Vereins in Jerusalem. So, seht ihr an dieser Schreibweise, was er hier sagt, sehen wir schon, dass er nicht im Sinne der Bibel erzogen werden kann, weil er spricht hier von einem würdigen, treuen Pater, Vertreter des katholischen Vereins in Jerusalem. Katholischer Vertreter. Ein wahrer Protestant würde einen Katholiken nicht der viel dermaßen Ehre geben. Dieser Pater Schmidt stattete mir an Ort und Stelle bei der Übernahmefeier in herzlichen Worten den Dank der deutschen Katholiken ab. Als ich die zukünftige Bebauung und Besetzung der Niederlassung mit ihm besprach, riet der erfahrene alte Jerusalem-Kenner, keinen der dortigen Mönchsorden zu wählen, da sie alle mehr oder minder in die Intrigen und Kämpfe um die heilige Stätte verwickelt seien. Nach meiner Heimkehr erschien eine Abordnung der deutschen Malteserritter unter Graf Praschma, den wir auch weiter in dem Buch noch sehr interessant kennenlernen, um auch ihrerseits Dank darzubringen. Ein Malteserritter! So! Nach meiner Heimkehr erschien eine Abordnung der deutschen Malteserritter, um ihrerseits Dank vorzubringen. Malteserritter sind von Jesuiten kontrolliert. Das ist ein Orden, der unter den Jesuiten steht. Wenn hier die ihm Dank aussprechen, dann wird er wohl in ihrem Sinne gehandelt haben. Nicht wahr? Handelt ein Protestant im Sinne eines katholischen Ritterordens? Der von einem sehr begabten Kölner Baumeister entworfene Plan der Kirche, dem Stil des Landes geschickt angepasst, wurde mir zur Ansicht vorgelegt. Nach ihrer Vollendung bestimmte ich, dass die Beuroner Benediktiner die Dormition übernehmen sollten. 1906 bezogen sie das neben der neuen Marienkirche erbaute Kloster. Zu den Benediktinern der Beuroner Kongregation, deren Erzabt Wolter ich in Sigmaringen kennengelernt hatte, pflege ich durch viele Jahre nähere Beziehungen. Der Orden hat im Mittelalter stets im guten Verhältnis zu den deutschen Kaisern gestanden. Die Benediktiner haben immer in einem guten Verhältnis zu deutschen Kaisern gestanden. Benediktiner ist ein erzkatholischer Mönchsorden, von denen fast keiner unterlassen hat, also den deutschen Kaisern, bei den Romreisen auch das herrlich gelegene Monte Cassino zu besuchen. Als die Benediktiner um eine Niederlassung am Rhein baten, sorgte ich dafür, dass dem Orden die prächtige, damals unbenutzte, romanische Abtei Maria Laach übergeben wurde. Maria Laach kennen wir, ne? Stimmen aus Maria Laach, eine erzkatholische ultramontane Zeitschrift, nicht wahr? Der Orden, der seine Künstler, darunter den Pater Desiderius, unter seinen Mitgliedern besitzt, hat die Abtei aus Vernachlässigung und Verfall durch herrliche Innendekoration zu neuer Blüte emporgebracht. Oft habe ich Maria Laach besucht und mich an dem Fortschreiten der Ausgestaltung erfreut, wie auch an dem Verkehr mit den klugen Äbten und dem herzlich schlichten Empfang seitens der treuen Brüder. In dem Erzabt Monsignore Krug, ne, Monsignore ist ein absolut babylonischer, ein heidnischer Titel, Monsignore, mein lieber Herr, lernte ich bei meinem Besuch des Klosters Monte Cassino einen Mann von ungewöhnlichen geistigen Gaben und umfassender Bildung kennen, der viel in der Welt herumgekommen war. Aber er konnte sich ebenso fließend auf Italienisch, Englisch, Französisch ausdrücken, wie in seiner deutschen Muttersprache. In seiner Ansprache an König Viktor Emanuel von Italien und mich erwähnte er, dass fast alle deutschen Kaiser und vor ihnen die Langobardenkönige Monte Cassino besucht haben.
Er übergab mir eine prachtvolle Sammlung von Kopien von Urkunden Kaiser Friedrichs II. Aus der Bibliothek des Ordens. Ich habe diese Gabe mit dem Geschenk der Werke Friedrichs des Großen erwidert. In der Umgebung der Klöster des Ordens floriert der Feldbau, der mit allen Neuerungen auf diesem Gebiet dem langsamen Landvolk von den Laienbrüdern beigebracht wird. In den Land- und Stadtgemeinden werden Kirchengesang und Orgelspiel, in denen die Ordensbrüder es zu einer hohen Kunst gebracht haben, liebevoll gepflegt. Auch die Goldschmiedekunst floriert im Orden ebenso wie die Kunststickerei bei den Benediktinerinnen. Das nach den Forschungen von Monsignore Wilpert gezeichnete Labarum, also die Standarte Kaiser Konstantins des Großen, ließ sich in natürlicher Größe anfertigen. Ein Exemplar schenkte ich dem Papste, ein anderes meiner Schlosskapelle in Berlin. Letzteres ist in den Revolutionstagen durch den Pöbel aus der Kapelle gestohlen worden. Ein Exemplar der Standarte Kaiser Konstantins. Wir erinnern uns, Kaiser Konstantin war derjenige, der das heidnische Römische Reich christianisiert hat, oder besser gesagt, der das Christentum romanisiert hat, der den Abfall endgültig in damals die Kirche reingebracht hat. Und der deutsche Kaiser hier ehrt diesen Kaiser Konstantin durch seine Standarte in leiblicher, also in natürlicher Größe von Benediktiner Nonnen anfertigen zu lassen. Da steckt er dann in seine Schlosskapelle in Berlin und regt sich darüber auf, dass es in den Revolutionstagen durch den Pöbel aus der Kapelle gestohlen worden war. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht Leute waren, die ganz genau wussten, was das war und die dieses Idol vernichtet haben. Sehr wohlwissend, was sie taten. Die Metallarbeiten waren nämlich von Brüdern, die Stickereien von den Schwestern des Ordens vorzüglich gearbeitet. Im Jahre 1917 habe ich die Schwestern in ihrem Kloster St. Hildegardes oberhalb Rüdesheim besucht. Und jetzt schließen wir diese Lesung ab mit dem Brief an den Hollmann. Dieser Hollmann ist Admiral Hollmann. Und dieser Admiral war ein sehr hoher Militäroffizier im Militär, in der Armee, in der, ja, hieß das Wehrmacht damals? Im Soldatentum jedenfalls des Zweiten Deutschen Reiches. Mein Brief an Admiral Hollmann war veranlasst durch die Erregung, die ein von Professor Delitzsch in der Deutschen Orientgesellschaft, deren Vorstandsmitglied Admiral Hollmann war, gehaltener Vortrag über Babel und Bibel hervorgerufen hatte. Also, der Kaiser schreibt hier einen Brief an einen der höchsten Soldaten Deutschlands, veranlasst durch die Erregung, dass der Professor Delitzsch in der Deutschen Orientgesellschaft einen Vortrag über Babel und Bibel gehalten hat. Dieser Vortrag oder dieser Brief kann ja nur interessant sein. Deswegen werden wir den jetzt auch gleich lesen. Der erste Teil des Briefs, der sich des Näheren mit Professor Delitzschs Ausführungen beschäftigt, ist bei dem folgenden Abdruck weggelassen worden. Also, deswegen fängt das an mit Punkt, 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 ne, mein lieber Hollmann, Punkt, 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 und dann fängt der Text an, den wir lesen. Der Brief ist vom 15. Februar 1903. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, inwieweit der Kaiser uns hier in seinem Brief teilhaben lässt an seiner Einstellung gegenüber der Kirche. Weil das ist ja hier das Kapitel 8 des Buches, mein Verhältnis zur Kirche, nämlich die zur römisch-katholischen Kirche. Dann wollen wir doch mal sehen, was er da schreibt. Ich möchte nun noch einmal auf meinen persönlichen Standpunkt bezüglich der Offenbarungslehre oder Anschauung zurückkommen, wie ich ihn Ihnen, mein lieber Hollmann und anderen Herren auch, des Öfteren schon auseinandergesetzt habe. Ich unterscheide zwei verschiedene Arten der Offenbarung. Eine fortlaufende, gewissermaßen historische, und eine rein religiöse, auf die spätere Erscheinung des Messias vorbereitende
Offenbarung. Nun, um das mal eben in deutlichen Worten zu sagen, für diejenigen, die das vielleicht so nicht gut verstehen, eine rein religiöse, auf die spätere Erscheinung des Messias vorbereitende Offenbarung, das heißt, hier wird die Offenbarung in Stücken bekannt gegeben. Das nennt man Dispensationalismus. Und die römische Kirche hat den Dispensationalismus in die Kirchenlehre eingeführt. Ja, das ist also eine römisch-katholische Lehre. Ja, eine fortlaufende, gewissermaßen historische Ansicht der Offenbarung und der ganzen Bibel, aber vor allen Dingen der Offenbarung, das ist die richtige Sichtweise. Aber er vermischt hier das Reine mit dem Unreinen, das Heilige mit dem Profanen. Ja? Er unterscheidet zwei verschiedene Arten der Offenbarung. Eine fortlaufende, historische und eine rein religiöse und die spätere Erscheinung des Messias vorbereitende Offenbarung. Zur ersten ist zu sagen, also zur historischen. Es ist für mich keinem, auch nicht den leisesten Zweifel unterworfen, dass Gott sich immer da in seinem von ihm geschaffenen Menschengeschlecht andauernd offenbart. Er hat dem Menschen seinen Odem eingeblasen, das heißt ein Stück von sich selbst, eine Seele gegeben. Mit Vaterliebe und Interesse verfolgt er die Entwicklung des Menschengeschlechts. Um es weiterzuführen und zu fördern, offenbart er sich bald in diesem oder jenem großen Weisen oder Priester oder König, sei es bei den Heiden, Juden oder Christen. Hammurabi war einer. Moses, Abraham, Homer, Karl der Große, Luther, Shakespeare, Goethe, Kant, Kaiser Wilhelm der Große. All diese Menschen in einem und demselben Satz mit ein und derselben Verehrung vorzulesen, zu nennen, ist absolute Häresie. Hammurabi, da werden wir später noch drauf eingehen, weil ich war mir gar nicht sicher, was Hammurabi eigentlich ist. Und deswegen hatte ich das nachgesucht, und zwar hier mit den Gesetzen Hammurabis, hier weiter unten. Da werden wir es uns nachher anschauen. Also auf Hammurabi gehe ich jetzt nicht ein, aber Moses und Abraham, natürlich, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Homer, ein griechischer Schreiber. Karl der Große, der erste deutsche Kaiser des ersten deutschen römischen Reiches deutscher Nation. Luther, der Reformator. Shakespeare, ein Schauspieler, dessen wahre Personage eigentlich Francis Bacon war. Goethe, ein Freimaurer. Kant, ein Philosoph, ein Psychologe, ein absoluter Heide, Kaiser Wilhelm der Große, eben auch ein Vorgänger von unserem Kaiser Wilhelm II. Er sagt hier, dass Gott sich in diesen Menschen offenbart. Also in Moses und Abraham, da würde ich ja noch mit übereinstimmen. Aber in allen anderen, da stimme ich sicher nicht mit überein. Ja? Das Verständnis der Bibel, das der Kaiser hier gibt, ist, wie wir sehen, sehr weltlich beeinflusst. Ja? Und ist im Grunde eine Bestätigung dessen, dass Roms Ziele wunderbar wirken, nämlich das Heilige mit dem Unheiligen zu vermischen. Er sagt hier, dass Gott sich immer wieder den großen Weisen, Priestern oder Königen offenbart hat. Ja? Und zwar bei den Heiden, bei den Juden oder bei den Christen. Hammurabi, Moses, Abraham, Homer, Karl der Große, Luther, Shakespeare, Goethe, Kant, Kaiser Wilhelm der Große. Die hat er ausgesucht und seiner Gnade gewürdigt für ihre Völker auf dem geistigen wie physischen Gebiet, nach seinem Willen Herrliches, Unvergängliches zu leisten. Wie gesagt, mit einigen Menschen bin ich damit einverstanden. Mit Moses und Abraham, mit den anderen sehe ich das anders. Wie oft hat mein Großvater dieses nicht ausdrücklich betont?
Er sei ein Instrument nur in des Herrn Hand. Die Werke der großen Geister sind von Gott den Völkern geschenkt, damit sie an ihnen sich fortbilden, weiterfühlen können durch das Verworrene des noch Unerforschten hienieden. Gewiss hat Gott der Stellung und Kulturstufe der Völker entsprechend den Verschiedenen sich verschieden geoffenbart und tut das auch heute noch. Denn so wie wir am meisten durch die Größe und Gewalt der herrlichen Natur der Schöpfung überwältigt werden, wenn wir sie betrachten, und über die in ihr offenbarte Größe Gottes bei ihrer Betrachtung staunen, ebenso sicherlich können wir bei jedem wahrhaft Großen und Herrlichen, was ein Mensch oder ein Volk tut, die Herrlichkeit der Offenbarung Gottes darin mit Dank bewundernd erkennen. Er wirkt unmittelbar auf und unter uns ein. Dieser letzte Satz oder diese letzten zwei Sätze sind eine Hommage an Römer Kapitel 1 und dem stimme ich vollkommen zu. Und das sollten sich einige Heiden auch mal deutlich durchlesen. Wie der Kaiser gesagt, denn so wie wir am meisten durch die Größe und Gewalt der herrlichen Natur der Schöpfung überwältigt werden, wenn wir sie betrachten, und über die in ihr offenbarte Größe Gottes bei ihrer Betrachtung staunen, das ist der wichtige Teil. Die in ihr offenbarte Größe Gottes bei ihrer Betrachtung staunen. Ja? In der Natur, in der Schöpfung, sehen wir den Schöpfer. Wir sehen die Wirkung des Schöpfers. Das ist ganz wichtig dabei. Heute wird das ausgelegt als Verehrung der Natur, als Verehrung der Schöpfung. Nein, aber wenn wir die Natur sehen, die geschaffen wurde von Gott, wenn wir die Natur durch die Augen der Schöpfung betrachten, dann sehen wir in ihr die offenbarte Größe Gottes, der nicht sichtbar ist, der nicht sichtbar ist in der Schöpfung. Aber durch die Schöpfung haben wir Verständnis für ihn, haben wir eine Vorstellung von ihm, keine bildliche, aber eine geistige Vorstellung. Ebenso sicherlich, fährt er fort, können wir bei jedem wahrhaft Großen und Herrlichen, was ein Mensch oder ein Volk tut, die Herrlichkeit der Offenbarung Gottes darin mit Dank bewundernd erkennen. Er wirkt unmittelbar auf und unter uns ein. Die zweite Art der Offenbarung, ich muss noch mal kurz einen Schluck von meinem Kaffee nehmen, Entschuldigung. Die zweite Art der Offenbarung, die mehr religiöse, ist die, welche zur Erscheinung des Herrn führt. Von Abraham an wird sie eingeleitet, langsam aber vorausschauend, allweise und allwissend, denn die Menschheit war sonst verloren. Nun, mit diesem Satz beweist der Kaiser, dass er die Bibel nicht korrekt verstanden hat. Er sagt, die Erscheinung des Herrn wird von Abraham an eingeleitet. Die Erscheinung des Herrn wird eingeleitet von Genesis, also 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15 an. Das ist noch eine ganze Ecke vor Abraham. Ja? Abraham kommt erst nach der Flut. In Genesis, also 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, sagt Gott nach dem Fall des Menschen im Paradies, ich werde Feindschaft sehen zwischen dir oder zwischen deiner Saat und ihrer Saat. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Da wird bereits in der Bibel erwähnt die Erscheinung des Herrn. Denn die Saat der Frau ist Jesus Christus, um den es hier geht. Und der Kaiser schreibt hier lediglich, von Abraham an wird sie eingeleitet. Es war schon viel, viel früher. Und nun beginnt das staunenswerteste Wirken Gottes Offenbarung. Der Stamm Abrahams und das sich daraus entwickelnde Volk betrachten als heiligstes mit eiserner Konsequenz den Glauben an einen Gott. Solange sie nicht abfallen, füge ich hinzu. Sie müssen ihn hegen und pflegen. Nicht Gott, aber
ihren Glauben müssen sie hegen und pflegen. In der ägyptischen Gefangenschaft zersplittert, werden die zerteilten Stücke von Moses zum zweiten Mal zusammengeschweißt, immer noch bestrebt, an ihrem Monotheismus festzuhalten. Ja? Monotheismus ist ein Gottglaube. Es ist das direkte Eingreifen Gottes, dass dieses Volk widerstehen lässt. Und so geht es weiter durch die Jahrhunderte, bis der Messias, der durch die Propheten und Psalmisten verkündet und angezeigt wird, endlich erscheint. Vor allen Dingen hier ist das Daniel, das meist missverstandene Kapitel oder falsch gelehrte Kapitel der Bibel überhaupt, neben der Offenbarung wohl. Die größte Offenbarung Gottes in der Welt. Denn er erschien im Sohne selbst. Christus ist Gott, Gott in menschlicher Gestalt. Er erlöste uns, er feuert uns an, es lockt uns, ihm zu folgen. Wir fühlen sein Feuer in uns brennen, sein Mitleid uns stärken, seine Unzufriedenheit uns vernichten, aber auch seine Fürsprache uns retten. Siegesgewiss, allein auf sein Wort bauend, gehen wir durch Arbeit, Hohn, Jammer, Elend und Tod, denn wir haben in ihm Gottes offenbartes Wort und er lügt niemals. Das ist ein wunderschöner Satz, den ich so auch sicherlich unterstreiche und deswegen hier auch mit der korrekten blauen Farbe live mal versehen werde. Siegesgewiss allein auf sein Wort bauen. Was ist denn sein Wort? Die Bibel, nicht wahr? Wir bauen auf die Bibel und die Bibel alleine. Wir bauen nur auf Gott. Und darauf aufbauend gehen wir durch Arbeit, weil wir müssen arbeiten, um zu leben. Aber es ist nicht das, wofür wir geschaffen sind. Wir gehen durch Hohn, wir gehen durch Spott, weil wir die Bibel hochhalten, weil wir Jesus hochhalten. Jammer, Elend, Verfolgung und sogar den Tod, den irdischen. Denn wir haben in ihm Gottes offenbartes Wort und er lügt niemals. Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Also der Kaiser schreibt auch gute Dinge, aber er schreibt eben auch viele Dinge, die nicht so ganz korrekt sind. Er erschien im Sohne selbst. Christus ist Gott, Gott in menschlicher Gestalt. Das ist auch mein Verständnis davon. Viele Menschen sagen, das ist ein katholisches Verständnis. Jesus ist nicht Gott. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus Gott ist. Wie das genau kann, obwohl es doch nur einen Gott gibt und Jesus natürlich nicht der Vater ist, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, weiß ich nicht. Ich kann die Gottheit nicht erklären. Ich kann es nur glauben. Und es gibt viele, 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 viele Verse in der Bibel, die bestätigen, dass Jesus Gott ist. Es gibt auch viele andere Verse, woraus man das bezweifeln könnte. Ich persönlich bezweifle das nicht und ich bin hier mit dem Kaiser sein Verständnis eins. Gott erschien im Sohne selbst. Christus ist Gott und Gott in menschlicher Gestalt. Er erlöste uns, wenn wir an ihn glauben. Er feuert uns an. Er gibt uns die Leidenschaft. Er fragt uns, ihm zu folgen, unser Joch aufzunehmen, sein Kreuz aufzunehmen und ihm zu folgen. Und wir fühlen sein Feuer in uns brennen, die Leidenschaft für Jesus Christus, die Leidenschaft für die Wahrheit, sein Mitleid fühlen wir uns stärken, seine Unzufriedenheit aber uns vernichten, weil wir immer noch in der Sünde verharren, aber auch fühlen wir seine Fürsprache uns retten. Siegesgewiss, allein auf sein Wort, die Bibel bauend, gehen wir durch Arbeit, Hohn, Jammer, Elend und Tod. Denn wir haben in ihm Gottes offenbartes Wort und er lügt niemals. Das ist meine Ansicht über diese Frage, sagt der Kaiser. Das Wort ist insbesondere für uns Evangelische alles durch Luther geworden. Und als guter Theologe musste doch Delitzsch nicht vergessen,
dass unser großer Luther uns singen und glauben gelehrt, das Wort sie sollen lassen starren. Es versteht sich für mich von selbst, dass das Alte Testament eine große Anzahl von Abschnitten enthält, welche rein menschlich historischer Natur sind und nicht Gottes geoffenbartes Wort. Da bin ich nicht einer Meinung mit dem Kaiser. Jedes Wort, das in der Bibel steht, ist Gottes offenbartes Wort. Denn die geschichtlichen Zusammenhänge, die er uns im Alten Testament erklärt, über die Schicksalswege des Staates Israel, der nördlichen 10 Völker und der südlichen 2 Völker, ja, Juda und Benjamin im Süden und die anderen 10 im Norden, ihr ständiger Zweifel an Gott, ihr ständiger Abfall von Gott und seinen Gesetzen, ist alles offenbart durch Gott in der Bibel. Die ganze Bibel ist Gottes offenbartes Wort. Und deswegen nehme ich dort auch die Anzahl von Abschnitten, die der Kaiser hier meint im Alten Testament, welche rein menschlich-historische Natur sind und nicht Gottes geoffenbartes Wort sind, ich nehme die dabei. Er sagt, es sind rein historische Schilderungen von Vorgängen aller Art, welche sich in den Leben des Volkes Israel auf politischem, religiösen, sittlichen und geistigen Gebiet des Volkes vollziehen. Das stimmt, aber Gott hat ja wohl einen Grund, dass er uns das mitteilt. Ja? Er hat nämlich gesagt, schaut, so sollt ihr gehen. Und er hat uns angezeigt, was passiert, wenn man nicht so geht, wie er sagt. Und deswegen ist es von ihm darin geschrieben. Ich würde die Bibel ja nicht lesen, als unfehlbares Wort akzeptieren, wenn diese ganzen Geschichte, also die ganze Geschichte des jüdischen oder israelitischen Volkes, die der Kaiser hier erwähnt, wenn das nicht von Gott geschrieben worden wäre, sondern wenn das aus menschlicher Sicht geschrieben wurde. Es war aber immer aus Gottes Sicht geschrieben. Ja? Die politischen Schritte, die religiösen Schritte, die sittlichen Abfälle und die sittlichen Schritte und das geistige, die geistige Reinheit und auch der geistige Verfall des Volkes Israel wird von Gott in dem Buch der Bibel uns deutlich gemacht. Und ich finde schon, dass das bei dem unfehlbaren Wort Gottes dazugehört. Und der Kaiser tut das hier als weniger wichtig an. Gerade diese Geschichte ist eine Warnung für uns alle, eben nicht so zu tun, wie Israel im Alten Testament getan hat. Nicht in dieselben Fehler zu laufen, die Geschichte sich nicht wiederholen zu lassen. Weil es gibt nichts Neues unter der Sonne. Bereits im alten Israel, im Alten Testament war deutlich, was passiert, wenn man vom Glauben abweicht. Wenn man von Gottes Geboten abweicht. Wieder und wieder und wieder hat Gott uns das gezeigt. Und genau deswegen ist das eine sehr wichtige Schilderung, die in der Bibel drin ist, von diesen Vorgängen aller Art, welche sich dem Leben des Volkes Israel auf politischem, religiösen und sittlichem und geistigem Gebiet des Volkes vollziehen. Ganz, ganz wichtig, die Dinge zu verstehen, und zwar so zu verstehen, wie sie in der Bibel sind, zusammen mit der Warnung dabei. Jetzt sagt er, wie zum Beispiel der Akt der Gesetzgebung am Sinai nur symbolisch als von Gott inspiriert angesehen werden kann, als Moses zu seiner Auffrischung vielleicht altbekannter Gesetzesparagraphen, möglicherweise dem Kodex Hammurabi entstand, greifen musste, um das in der Zusammensetzung lockere und wenig widerstandsfähige Gefüge seines Volkes zusammenzufassen und zu binden. Also, an diesem Satz möchte ich noch gar nicht anfangen, da einen riesigen Kommentar drauf zu geben, weil dann würde ich wahrscheinlich 3, 4 Sendungen damit verbringen. Aber ich möchte, dass ihr selber diesen Satz noch einmal ganz in Ruhe durchlest. Was sagt er hier? Er sagt, dass der Akt der Gesetzgebung am Berg Sinai symbolisch als von Gott inspiriert angesehen werden kann. Also mit anderen Worten, Gott hat nicht am Berg Sinai Moses tatsächlich 2 Steintafeln gegeben, wo er auf Vorder- und Rückseite auf 2 Tafeln die Gebote mit seinem eigenen Finger reingeschrieben hat. Man muss das nur symbolisch sehen. Seht ihr, was der Kaiser hier macht? Er nimmt hier aus der wahren Geschichte und
extrahiert davon nur die geistige Botschaft und sagt, das ist so wahrscheinlich gar nicht passiert. Ja? Er zweifelt daran. Deswegen sagt er, man kann das auch nur als von Gott symbolisch inspiriert sehen, dass er den Menschen die zwei Steintafeln mit den 10 Geboten gegeben hat. Nein, für mich ist das eine historische Schilderung, wie es tatsächlich passiert ist am Berg Sinai. Gott hat wirklich den Menschen diese Gesetze gegeben. Aber jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt sagt er zu einer Auffrischung vielleicht altbekannter Gesetzesparagraphen, möglicherweise dem Kodex Hammurabis entstammend. Also Gott musste hier auf die Gesetze Hammurabis zurückgreifen. So, und jetzt wollen wir noch mal anschauen, was sind denn bitte schön die Gesetze Hammurabis? Also, wir kopieren uns das eben und ich öffne in einem Browser hier nebenan, anstatt dem Hinzpeter, schauen wir uns hier den Kodex Hammurabi an. Was ist der Kodex Hammurabi? Da haben wahrscheinlich viele Leute noch nie von gehört. Als Kodex Hammurabi bezeichnet man eine babylonische Sammlung von Rechtssprüchen aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Sie gilt zugleich als eines der wichtigsten und bekanntesten literarischen Werke des antiken Mesopotamiens und als bedeutende Quelle Keilschrift überlieferter Rechtsordnungen. Der Text geht zurück auf Hammurabi, den 6. König der 1. Dynastie von Babylon. Er ist auf einer nahezu komplett erhaltenen 2,25 Meter hohen Dioritstele, auf mehreren Basaltstelen, Bruchstücken anderer Stelen sowie über 30 Tontafelabschriften aus dem 2. und 1. Jahrtausend vor Christus überliefert. Der Text besteht aus rund 8000 Wörtern und so weiter und so weiter. Interessant wird es, wenn man hier in die Überlieferungsgeschichte mit reingeht. Da steht drin, dass wir hier zum Beispiel bei dem Text auf einen Prolog stoßen. Der Prolog des Kodex Hammurabi gehört nach herrschender Meinung zu den wichtigsten literarischen Werken des alten Orients. Er kann in 3 Sinnabschnitte gegliedert werden, die in dieser Reihenfolge für die altorientalischen Kodizes typisch sind. Es gibt einen theologischen, also einen gottzugewandten Teil, es gibt einen historisch-politischen Teil und es gibt einen moralisch-ethischen Teil. Es gibt hier Rechtssätze. Mit den eigentlichen Rechtssätzen beschäftigt sich eine Vielzahl von Assyriologen und Juristen, die vor allem versuchten, die hinter ihnen stehende Systematik zu erfassen und auf diese Weise auch ihre Natur zu erschließen. Ich gehe jetzt noch gar nicht hier weiter darauf ein, weil wie ihr seht, das ist ein sehr langer Artikel, den man sich auch gerne mal durchlesen kann. Hier haben wir zum Beispiel das Relief im oberen Teil der Stele zeigt Hammurabi vor Samas. Und hier haben wir ein Bild der Inschriften auf der Stele. Und dann gehen wir zurück zu diesem Bild. Dann haben wir hier nochmal Tontafel mit dem Prolog des Kodex Hammurabi, so wie er heute im Louvre ausgestellt ist. Hier ein Bild, was kleiner ist. Und hier die Stele mit dem Kodex Hammurabi im Louvre, Vorder- und Rückseite. Hier haben wir eine Seite, hier haben wir die andere. Das Bild hier haben wir gerade eben nochmal vergrößert gesehen. Stele mit Hammurabi im Louvre. Ja? Vorder- und Rückseite. Dies ist die Vorder- und dies ist die Rückseite. Hier seht ihr die Keilschrift, die da rein gemacht wurde. Ja? Nun, diesen Link zu Wikipedia gebe ich euch natürlich auch in der Lesung mit rein. Aber jetzt wollen wir noch mal eben kurz analysieren, was sagt denn der Kaiser hier eigentlich? Der Kaiser sagt hier, wie zum Beispiel der Akt der Gesetzgebung am Sinai nur symbolisch als von Gott inspiriert angesehen werden kann. Eine Auffrischung vielleicht altbekannter Gesetzesparagraphen, dem Kodex Hammurabis entstammend. Mit anderen Worten, Gott hat die Gesetze nicht gegeben. Das ist, was der Kaiser hier sagt. Gott hat nur die Menschen inspiriert zu dem Kodex Hammurabi zu gehorchen. Die Gesetze kommen gar nicht von Gott. Die Gesetze kommen aus Mesopotamien. Das sagt der Kaiser hier. Der Kaiser akzeptiert nicht, dass es den geschichtlichen Vorfall gegeben hat,
wo Moses mit Israel am Berg Sinai war, auf den Berg hinaufging und von Gott zweimal, übrigens, zwei Vorder- und Rückseite beschriebene, mit seinem eigenen Finger Steintafeln enthalten hat mit den 10 Geboten. Er sagt, das muss man als von Gott inspiriert ansehen und die 10 Gebote gehen möglicherweise auf den Kodex Hammurabi zurück. Der Kodex Hammurabi ist aber Menschengesetz. Also folgen wir hier dem Kaiserverständnis nach Menschengesetz. Es sind gar nicht Gottes Gesetze. Das finde ich schon sehr, sehr schwer, den Fehler, den der Kaiser hier macht. Aber gut, das ist ein Brief, den er an seinen Freund Hollmann schreibt. Hier kann der Historiker aus Sinn oder Wortlaut vielleicht einen Zusammenhang mit den Gesetzen Hammurabis des Freundes Abrahams konstruieren. Ja, wo steht denn bitte schön in der Bibel geschrieben, dass dieser Hammurabi ein Freund Abrahams war? Also ich habe den Namen Hammurabi in der Bibel nicht gesehen. Ihr vielleicht? Wir können ja mal gucken. Machen wir das doch mal eben live. Schauen wir doch mal eben die normale König James, die Standard, weil da geht es um die Schreibweise. Und deswegen schauen wir mal Hammurabi. Ich schreibe nochmal Hammura. Wollen wir mal gucken. Steht das da drin? Nee. Finden wir nicht in der Bibel. Also Hammurabi steht nicht in der König James Bibel. Steht nicht in der Bibel drin. Wie kann der Kaiser denn hier sagen, dass der Historiker aus Sinn oder Wortlaut vielleicht einen Zusammenhang mit den Gesetzen Hammurabis des Freundes Abrahams konstruieren kann? Wie kommt der Kaiser dazu, hier zu schreiben, Hammurabi, ein weltlicher Herrscher aus Mesopotamien, war ein Freund Abrahams? Das saugt er sich aus den Fingern. Lesen wir mal den ganzen Satz. Hier kann der Historiker aus Sinn oder Wortlaut vielleicht einen Zusammenhang mit den Gesetzen Hammurabis des Freundes Abrahams konstruieren, der logisch vielleicht richtig wäre. Das würde aber niemals der Tatsache Eintrag tun, dass Gott Moses dazu angeregt und insofern sich dem Volke Israel offenbart hat. Das ist das, was wirklich passiert ist. Ja? Gott hat Moses dazu angeregt, so steht das da nicht. Gott hat Moses gebraucht, um sich selbst dem Volk Israel zu offenbaren, sagen wir es mal so. Als Moses vom Berg wiederkam, hat sein Gesicht ja heller geschienen als die Sonne. Leute haben sich von ihm abgewendet, weil sie geblendet waren von seiner Reinheit, von seiner Ausstrahlung, sage ich jetzt mal, ja, weil er hat Gott gesehen, er war mit Gott zusammen. Er hat Gott nicht gesehen, sonst würde er ja nicht mehr leben. Das steht in der Bibel geschrieben, niemand hat Gott gesehen und lebt. Aber Gott hat ja ihm auch, hat ihm ja auch die Rückseite zugedreht, dass er eben verschont würde. Aber Moses hat die Gesetzestafeln mit runtergebracht und Gott hat sich dadurch dem Volk Israel offenbart. Das ist richtig. Das hat aber nichts mit Hammurabi zu tun und Hammurabi war auch kein Freund Abrahams, weil das steht nicht in der Bibel gemeldet. Jetzt fährt der Kaiser fort und sagt, daher ist meine Auffassung, dass unser guter Professor Hinführer lieber die Religion, also wir sprechen über den Delitzsch mit seinem Vortrag, lieber die Religion als solche bei seinen Vorträgen in unserer Gesellschaft anzuführen und zu behandeln, vermeidet. Dagegen, was die Religion, Sitten und der Babylonier, Religion, Sitten etc. der Babylonier und anderer Völker in Beziehung zum Alten Testament bringt, ruhig schildern möge. Für mich ergibt sich daraus die nachstehende Schlussfolgerung. Das ist jetzt der Kaiser. Ich glaube an einen einigen Gott. Ich auch. Wir Menschen brauchen, um ihn zu lehren, eine Form, zumal für unsere Kinder. Na, ich brauche keine Form, um Gott reinzutun. Ich brauche nur sein Wort, die Bibel. Diese Form ist bisher das Alte Testament in seiner jetzigen Überlieferung gewesen. Diese Form wird unter der Forschung und den Inschriften und Grabungen sich entschieden wesentlich ändern.
Das schadet nichts, auch dass dadurch viel vom Nimbus des auserwählten Volkes verloren geht, schadet nichts. Der Kern und Inhalt bleibt immer derselbe, Gott und sein Wirken. Nie war Religion ein Ergebnis der Wissenschaft, sondern ein Ausflug des Herzens und Seins des Menschen aus seinem Verkehr mit Gott. Mit herzlichem Dank und vielen Grüßen, stets Ihr treuer Freund, Wilhelm Kaiser Deutschlands. Damit endet dieses Schreiben. Damit endet auch, wie ihr seht hier, das Kapitel. Heer und Flotte ist das nächste Kapitel. Wir haben jetzt knapp etwas über 10 Seiten in diesem Buch gelesen. Wir haben das Kapitel jetzt abgeschlossen, was mir sehr, sehr am Herzen lag. Wegen des Treffens, das der Kaiser Wilhelm II. 1903 mit Antichrist Papst Leo XIII. Hatte, wo Papst Leo XIII. Ihm gesagt hatte, von ich möchte, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird, der Kaiser einen Einwand reingebracht hat und der Papst doch auf seiner Meinung beharrt hat. Und wir wissen, dass wenn der Papst auf einer Meinung beharrt, auch wenn er nicht darauf beharrt, wenn er eine Meinung äußert, er seine Meinung durchgesetzt bekommt. Sein Wort ist Gesetz und sein geistiges Wort regiert über dem weltlichen Gesetz. Und das ist auch, glaube ich, nochmal ganz deutlich geworden in diesen zwei Lesungen jetzt. Und das ist eine Bestätigung des Roms Ziele, der Roms Ziele-Lesung von Gustav Mix und anderer Lesungen, wo wir immer und immer wieder drauf gedrückt haben, die römisch-katholische Kirche sagt, dass ihre geistige Macht über der weltlichen Macht steht. Der Kaiser kommt hier zu einer Schlussfolgerung, dass er sagt, ich glaube an einen einigen Gott. Das glaube ich auch. Wir Menschen brauchen, um ihn zu lehren, eine Form, zumal für unsere Kinder. Diese Form ist bisher das Alte Testament in seiner jetzigen Überlieferung gewesen. Falsch. Wenn es eine Form gibt, um Gott zu lehren, dann ist es das ganze Werk Gottes, das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament. Diese Form wird unter der Forschung und den Inschriften und Grabungen sich entschieden wesentlich ändern. Nein, aber die Menschen werden die Dinge, die sie an Inschriften und Ausgrabungen finden, wie zum Beispiel die Stele von Hammurabi, wird damit die Bibel verdrängen als Gottes wahres Wort und das anstelle stellen. Und damit wird genau das erfüllt werden, was in der Bibel steht, dass der Antichrist sich über alles erhebt, was Gott ist, dass er seine eigenen Gesetze macht, dass er den Gott seiner Väter nicht kannte und so weiter und so weiter und so weiter. Alles das wird damit erfüllt werden. Diese Form, also er spricht hier vom Alten Testament und in seiner jetzigen Überlieferung, diese Form wird unter der Forschung und Inschriften und Grabung sich entschieden wesentlich ändern. Gott ändert sich nicht. Gott ändert kein Wort an seiner Bibel. Aber das Verständnis von den Menschen wird sich über das Alte Testament ändern, wenn man sich an Inschriften und Ausgrabungen verlässt und wenn man die Bibel nicht als Maßstab nimmt, sondern das Wort des Menschen und damit, und das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, auf solche Dinge wie die Stele von Hammurabi reinfällt. Und genau den Fehler macht, den der Kaiser hier auch macht, durch zu sagen von, dass Moses das Gesetz den Israeliten am Berg Sinai gegeben hat, ist nur geistlich zu sehen, ist nur spirituell zu verstehen, ist nicht wirklich so passiert. Das Gesetz ist wahrscheinlich aufgebaut auf dieser Stele von Hammurabi. Das war nur noch mal zur Erinnerung gegeben. Das ist reine Blasphemie. Und der Kaiser merkt nicht mal, wie er sich mit Punkt A, ich glaube an einen einigen Gott, wie er all diesen Dingen hinterherläuft und damit seinem Punkt A total widerspricht. Es gibt nur diesen einen einzigen Gott und von ihm kommt alles. Ja? Wir Menschen brauchen, um ihn zu lehren, eine Form, zumal für unsere Kinder. Diese Form ist bisher das Alte Testament und ich füge persönlich hinzu, eben auch das Neue in seiner jetzigen Überlieferung gewesen. Wo ich nicht mit übereinstimme, ist, dass der Kaiser sagt, diese Form wird unter der Forschung und Inschriften und Grabung sich entschieden wesentlich ändern. Und dann sagt er sogar noch, das schadet auch nichts. Auch dass dadurch viel vom Nimbus des auserwählten Volkes verloren geht, schadet nichts. Ja, das heißt ja mit anderen Worten, ob Israel jetzt das auserwählte Volk war oder nicht,
Das macht nichts, das schadet nichts, wenn sich die Ansicht geschichtlich dadurch ändert. Mit anderen Worten, es werden Inschriften und Ausgrabungen präsentiert, die im Laufe der Zeit zeigen werden, dass Israel gar nicht das auserwählte Volk war. Das sagt uns der Kaiser hier mit anderen Worten. Ja? Der Kern und Inhalt bleibt immer derselbe. Gott und sein Wirken. Jetzt stelle ich mir langsam wirklich die Frage, welchen Gott meint er hier? Weil er kann ja nicht den Gott meinen, der eine unfehlbare Bibel schreibt, der seinen einzigen eingeborenen Sohn auf diese Erde schickt, um für alle Sünden aller Menschen zu sterben, sein Blut zu vergießen, wieder aufzuerstehen, in den Himmel aufzufahren und zu Rechten seines Throns sitzt. Diesen Gott kann er ja nicht meinen, weil er sich hier sehr viel widerspricht. Nie war Religion ein Ergebnis der Wissenschaft, sondern ein Ausflug des Herzens und des Seins des Menschen aus seinem Verkehr mit Gott. Das sind die Worte, mit denen der Kaiser diesen Brief beschließt. Und ich möchte diesen Brief und diese Lesung damit beschließen, um euch ganz deutlich zu sagen, besorgt euch das Buch, ladet es vielleicht auf meinem Archiv runter, wenn es dort hochgeladen ist, schaut es euch an und versucht zu verstehen, wie ein Kaiser, der sich nach außen hin als Protestant gibt, aber sehr katholisch, wie wir gelernt haben, erzogen wurde und einem katholischen Papst gedient hat, einem katholischen Rom gedient hat, wie dieser Kaiser, obwohl er mit der Bibel großgebracht wurde, die Dinge durcheinander geworfen hat. Und das kann nur zu danken sein an den Herrn Hinzberger, wenn ich jetzt seinen Namen richtig behalten habe, der sein Erzieher war. Der Mann hat ganze Arbeit geleistet, weil auch wenn der Kaiser hier und da als gläubiger Mensch erscheint, wenn wir uns das richtig gut durchlesen, richtig gut verstehen, was er hier geschrieben hat, dann können wir nicht umhin, um zu sagen, dass er das Heilige mit dem Unheiligen vermischt hat. Wir Menschen brauchen, um Gott zu lehren, eine Form, zumal für unsere Kinder. Diese Form ist und war und wird immer sein, die Bibel, Gottes offenbarte Wort in der Welt, die Heilige Schrift. Und zwar im Alten und im Neuen Testament. Und unabhängig davon, was der Kaiser sagt, mit diesen Worten möchte ich diesen Teil der Lesung auch beenden. Wir werden dann nächstes Mal, oder ich werde nächstes Mal fortfahren in Teil 8, Roms Ziele. Weil nach Teil 7 gelesen zu haben, habe ich dieses Schreiben von dem Kaiser erst bekommen. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir uns der Wichtigkeit erinnern aus Teil 1 dieser zweiteiligen Lesung, dass der Kaiser beim Papst gesagt bekommen hat, Deutschland solle das Schwert der römisch-katholischen Kirche sein. Schaut heute mal zurück auf die Geschichte und schaut, ob Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche war. Und wenn der Kaiser diesen Willen des Papstes durchgesetzt hat, wenn er diesem Willen gefolgt ist, dann kann er das nur tun, weil er kein reines Bibelverständnis hatte. Und mit dem Verständnis, mit dem Wissen müssen wir seinen Brief an Hollmann lesen und müssen wir seine Äußerungen über die Kirche lesen. Und dann verstehen wir Kapitel 8. Mein Verhältnis zur Kirche auf eine ganz andere Art und Weise, als wie der Kaiser es hier niedergeschrieben hat. Die Bibel und die Bibel alleine, das ist das ganze Gesetz. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.